Schöne Haut, glänzendes Haar oder akkurate Nägel. Je besser wir gestylt sind, desto besser fühlen wir uns. Wer keine Zeit oder Lust hat, seinen Tag im Kosmetiksalon zu verbringen, für den haben wir in unserem heutigen Video Tipps rund um Wellness und Schönheit zusammengestellt. Und zwar ganz ohne, dass ihr das Haus verlassen müsst. Und wer weiß, vielleicht findet ihr hier Anregungen rund um selbstgemachte Gesichtsmasken, Haarspülungen, die richtige Reinigung von innen, außen und noch viel mehr. All das erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nummer 1. Gesichtsreinigung. Befreit zu Beginn eure Gesichtshaut von allen Rückständen und Make-up-Resten. Benutzt dafür eine Reinigungslotion oder Creme und nehmt diese mit einem lauwarmen, feuchten Tuch wieder ab. Das fühlt sich doch schon für den Anfang ganz gut an, oder? Die optimale Tiefenreinigung bringen schonende Peelings, die ihr auch ganz einfach selber mixen könnt. Für den Peeling-Effekt sorgen Kaffeesatz oder Zucker, die ganz sanft abgestorbene Hautschuppen entfernen. Je nach Hauttyp könnt ihr das Peeling zum Beispiel mit Olivenöl, Mandelöl oder Zitrone mischen. Nummer 2. Milch. Die Milch bringt so manches wieder ins Lot. Viele Leute lassen die Milch von innen wirken und gönnen sich jeden Tag 2 große Gläser Milch vom Biohof ihres Vertrauens. Nummer 3. Glänzende Haare. Bringt euer Haar wieder zum Leuchten. Mit Hilfe von Schwarztee können wir unserer Mähne einen wunderschönen Glanz verleihen. Aber Vorsicht! Bei mehrfacher Verwendung kann Schwarztee eure Haare auch etwas verdunkeln. Wenn ihr eure Haare nicht gerade verdunkeln möchtet, solltet ihr besser nur bei jeder dritten Haarwäsche zum Schwarztee greifen. Falls euch das nicht genug sein sollte, gibt es hier noch einen alternativen Tipp. Beautyfans schwören auf eine Mischung aus 500 ml Bier und einem Eigelb. Die zugegeben etwas außergewöhnliche Mischung soll bei glanzlosem und stumpfen Haar wahre Wunder vollbringen. Ich meine, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Nummer 4. Teebaumöl. Verwendet Teebaumöl, um kleine Pickel und nervige Mitesser zu entfernen. Das ätherische Öl gilt als wahres Wundermittel, wenn es um eine reine Haut geht und ist zudem gut verträglich für die Haut. Wer allerdings eine sehr sensible Haut hat, der kann das Wunderöl einfach mit einem basischen Öl vermischen, zum Beispiel mit etwas Lein- oder Olivenöl. Teebaumöl ist somit ein fixer Bestandteil unserer Hautroutine. Nummer 5. Ölziehen. Durch tägliches Ölziehen aktiviert man nach indischer Lehre den körpereigenen Entgiftungsprozess und soll so nicht nur die Mundhygiene verbessern, sondern auch sämtliche Vitalfunktionen des Körpers. Wissenschaftlich aussagekräftige Belege dafür gibt es bislang allerdings nicht. Schaden tut die Behandlung richtig ausgeführt aber auch nicht. Ihr solltet nur auf jeden Fall vermeiden, Öltröpfchen einzuatmen. Beim Ölziehen nach Ayurveda spült man jeden Morgen nach dem Aufwachen Kokosöl für rund 2 Minuten im Mund durch und spuckt das Öl anschließend einfach wieder aus. Nummer 6. Anti-Tränensäckchen. Wacht ihr morgens oft mit dicken, aufgequollenen Augen auf? Dann kommt hier ein etwas schräger Tipp für weniger Schwellungen. Nehmt euch einfach ein zweites Kissen, um die Kopfposition im Schlaf zu erhöhen. Die leichte Schräge verhindert die Flüssigkeitsansammlung unter den Augen und ihr wacht morgens frisch und munter auf. Nummer 7. Hilfe bei öliger Haut. Vermischt hierzu einfach etwas Hafermehl mit Aloe Vera Creme. Verteilt diese Masse jetzt auf eurem Gesicht und lasst das Ganze für ca. 10 Minuten einwirken. Anschließend wascht ihr das Ganze einfach mit Wasser gut ab. Ihr werdet sofort einen Unterschied merken. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.